Leute, was geht ab? Wir sind wieder zurück auf der YouTuber-Insel und heute wird es endlich soweit sein. Wir werden der stärkste YouTuber überhaupt. Ich bin bewaffnet bis unter die Zähne. Wir haben unsere komplette Super-Rüstung an. Dann habe ich noch mein Super-Schwert, meinen Super-Bogen und richtig viel TNT dabei. Und ich werde mir heute die stärkste Rüstung überhaupt holen. Und zwar, das ist der Netherite oder Nesrit, wie ich sie auch nenne. Für mich ist das Nesrit, Leute. Das wird auch immer Nesrit bleiben. Das Ding ist, ihr wisst, im Nether ist es ziemlich gefährlich, aber ich fühle mich eigentlich relativ sicher mit meiner ganzen Rüstung, die ich hier habe. Ich habe Schild, alles dabei, also von daher sollte heute nichts schief gehen. Selbst wenn wir in Lava fallen sollten, dürfte eigentlich theoretisch nichts passieren. Ich bin gespannt, wie schnell wir hier mit TNT Nesabarren farmen können. Ich überlege vielleicht sogar einen als Ersatz zu besorgen, dass wir so ein bisschen Bonus haben. Wisst ihr, was ich meine? Selbst, guck mal, hier sind die Skelette, Leute. Die mache ich hier One-Hit, Leute. Die können gar nichts machen, Alter. Und hier an der Seite können wir auch direkt schon reingehen. Da haben wir ja unsere Untergrundfarm, die ich schon gebaut habe. Also heute wird ein geiler Tag und dann werde ich, wenn ich das hier fertig habe, also ich hoffe, das passt so alles mit der Zeit, werde ich auf jeden Fall zu Candy gehen und werde bei Candy richtig Randale machen. Ich will meine Diamantrüstung haben. Leute, und wenn er die Diamantrüstung nicht hat, dann gibt es richtig Ärger. So, kurz mal hier die Blöcke weghauen. Oh, und jetzt sind wir auch schon unten. Ich muss mir nur mal die Koordinaten kurz aufschreiben, weil ich will hier auch wieder rausfinden, falls wir jetzt ein bisschen weitergehen. Okay, Koordinaten sind aufgeschrieben, beziehungsweise habe ich ja eh im Video. Und jetzt müssen wir noch die Chunk Borders anmachen. Haben wir auch. Sehr gut. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, weil hier wurde ja schon so viel aufgesprengt. Ach du grüne Neune, dass wir erstmal einen passenden Weg finden. Ich sag mal so, hier unten sind ja keine Monster, da können wir auch das Schild wegpacken. Das, glaube ich, brauchen wir hier nicht. So, ich werde jetzt hier mal das erste TNT setzen. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, ob das mit TNT sogar vielleicht ein bisschen besser geht. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit weg. Also genug weg. Ja, okay. Ja, ich muss sagen, mit TNT, Leute, das macht einen ganz stabilen Eindruck eigentlich, ne? Weil mit TNT ist das irgendwie alles ein bisschen kontrollierter als mit den Betten. Mit den Betten, fand ich, war das immer so ein bisschen, ja, entweder gehst du down oder gehst nicht down. Und so können wir uns jetzt hier die ganze Zeit schön den Weg wegsprengen. Let's go. Boah, mit TNT ist das so entspannend. Aber ich sag euch ehrlich, hier wurde schon so viel, also hier waren schon einige YouTuber unterwegs gewesen. Immer an der gleichen Stelle anscheinend. Weil, Bro, das ist doch nicht mehr normal, wie viel hier weggesprengt worden ist. Holy moly, guckt euch das mal an, hier ist überall alles weggesprengt. Ey, aber hätte ich das gewusst, dass es mit TNT so entspannt ist, da wäre ich gar mit gar keinem anderen Zeug hier reingegangen. Und haben wir hier schon Schrott, aber wir haben immer noch nichts gefunden, ey. Das ist auch ein bisschen schade. Oh, unser erstes antikes Schrottteil. Let's go. Gar nichts. Ey, ich sag euch, mit TNT ist das so chillig, ne? Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir es heute hier zu 1000% alles vollkriegen werden. So, jetzt haben wir unseren ersten antiken Schrott. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel für den ersten Barren, den wir dann wieder haben. Oh mein Gott, ich habe gerade einfach hier random abgebaut. Hab nochmal antiken Schrott gefunden. Let's go. Nice. Zwei Stück schon mal drinne. Sehr gut. Hä, wo kommen die denn her? Was will der denn hier von mir? Och, jetzt nerven auch noch hier diese komischen Dinger hier, Leute. Die komischen Schweine hier. Ich habe denen noch gar nichts getan. So, ich habe jetzt eine Baba-Methode gefunden, Leute. Ich mache jetzt hier so einen Gang. Und dann zünde ich nach und nach hier das ganze TNT an. Oh mein Gott, ich glaube, das wird jetzt da gut ballern. Und so können wir halt extrem schnell viele Sachen wegsprengen. Und können dann halt schneller diese Dinger finden. Oh, das hat sich, glaube ich, echt gelohnt. Guck mal bitte, was wir hier alles gefunden haben. Alter, was ist das denn für ein Riesenraum? Als ob hier in diesem ganzen Raum kein Schrott ist, Leute. Als ob. Guck mal, hier ist überall Quarz, aber weit und breit kein Schrott. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Lol, ich habe gerade hier random TNT geplaced und habe wieder Schrott gefunden. Das Ding ist, ich finde einfach durch Abbauen, einfach nur durch Durchbauen, mehr Schrott, als wenn ich hier weg Sachen wegspringe. Ich check's auch nicht. Also irgendwie ist da daran was komisch. Ich habe jetzt hier einen riesen Gang gemacht. Oh, oh, hier müssen wir zumachen. Wo ich jetzt hier TNT reinballern werde. Also wenn da jetzt nichts rauskommt, dann weiß ich auch nicht, Leute. Guckt euch mal an, wie lang der Gang hier ist. Und ich habe überall TNT drin. Boom, 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 Junge. So, guckt jetzt mal bitte, was ich alles weggesprengt habe. Also wirklich, das wird sehr, sehr viel sein. Hier ist schon mal kein Schrott.
Super. Hier ist auch nichts mehr. Ey, ich glaube, ich verzweifle gleich. Bro, ich brauche wenigstens noch ein... Also, ein Teil haben wir jetzt schon mal durch. Das ist ganz nice. Ich frage mich, wie die anderen das gefunden haben. Ey, man findet das doch fast gar nicht. Bro, was ist das denn hier für eine Lavawand? Ja, es könnte natürlich sein, dass in der Lavawand hier Schrott drin ist, aber die jetzt dicht zu machen, das würde zu lange dauern. Das Geile wäre ja mal wieder so ein paar Blöcke auf einmal zu finden, aber nein. Guck mal hier, man findet immer nur einen Block und dann war, ist nichts mehr gewesen. Ich habe ja schon mal drei aufeinander, also drei auf einmal gefunden und ich habe hier schon wieder so viel weggesprengt. Hier ist nichts, Bro, ist ein Block gewesen. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt vier Stück. Das heißt, ja, wir brauchen gar nicht mehr so viel. Das ist ja das Gute. Und ich kann auch meine Diamant-Pickaxe jetzt nicht mehr verwenden. Weil wir einfach, weil die gleich kaputt ist. Sonst kann ich keinen Schrott mehr abbauen. Und ich muss die auch in der Zweithand nehmen, dass sie sich wieder ein bisschen repariert. Das ist schlecht. Also Leute, ich sage euch ehrlich, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Also ich finde gar nichts mehr. Und ich habe auch nur noch 21 TNT. Also keine Ahnung, entweder habe ich gar kein Glück. Oder ich mache das hier einfach komplett falsch, dass ich halt einfach nichts drauf habe. Aber das macht, also das bricht mich gerade wirklich, Leute. Das bricht mich wirklich. Hier ist nö, ich spreng hier alles weg, Bro. Und hier ist nirgends Schrott, Alter. Wie können die dann alle voll Netherite haben? Ich check es nicht, Leute. Ich check's bei bestem Willen nicht. Ich finde gar nichts. Nix. 0,0 nix. Wenn ich wenigstens noch drei Stück finden würde... Dann wäre ich zufrieden. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? So, letzte Pickaxe auch nur noch. Nur noch 19 Dings. Letzte Pickaxe. Das Gute ist, meine OP-Pickaxe heilt sich gerade nebenbei, weil ich sie in der Zweithand habe. Das ist ganz nice. Aber die Ausbeute, ich sage euch ehrlich, da war die Ausbeute mit Betten ja tausendmal besser gewesen. Oh mein Gott, let's go! Let's go! Meine Gebete wurden erhört, glaube ich, Leute. Oh mein Gott, let's go. Zwei Stück auf einmal. So muss es sein, Freunde. So soll es sein. Jetzt ist wieder gute Laune da. Gerade war die Laune so ein bisschen weg gewesen. Aber ich muss ja immer die Lava hier, die nervt auch, Bro. Ey, lass mir Schrott in Ruhe. Hallo, aua. Weil ich habe Angst, Leute, wenn ich es abbaue, nicht, dass das irgendwie in die Lava fällt, der Schrott, und dass der dann weg ist. Darauf habe ich ja gar keinen Bock. So, einmal, zweimal. So, jetzt brauchen wir nur noch einmal Schrott. Das wäre schon wichtig für heute. Also das wäre wirklich wichtig. Ich glaube, ich baue mal hier auch die Lava einmal zu. Vielleicht ist ja hier drunter noch irgendwas oder so. Keine Ahnung. Bro, aber nee, ich glaube, hier geht es gar nicht weiter. Das ist hier eine richtige Lavawand. Holy moly. Oh, Nummer zwei Schrott gefunden. Vielleicht sind sogar drei. Let's go. Okay, wir haben jetzt erstmal unsere komplette Rüstung safe Netherite. Das ist schon mal sehr geil. Und wir haben noch neun. Also ich will nicht sagen, es ist unmöglich. Aber jetzt haben wir gerade einen guten Lauf. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, können wir aus den neun TNT, die wir haben, noch die... Vielleicht sind hier auch mehr drin. Könnte ja auch sein. Wartet mal. Vielleicht sind hier auch ein paar mehr Barren noch. Ah, okay, hier ist Lava-Eimer. Oh, oh, oh. Lava-Eimer zubauen, bitte. Danke. Okay, nee, sieht danach aus, als wären das nur zwei Stück. Aber ich sag euch ehrlich, zwei Stück... Ist sehr nice. Auch die Lava, ey. Zum Glück, das meine ich halt. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Zum Glück haben wir Feuerschutz, weil da macht die Lava uns gar nichts aus. Bro, mit Feuerschutz ist das echt hier so chillig, ne? Holy moly, ist das geil. Und den nächsten abgebaut. Let's go. Jetzt haben wir schon acht Stück. Also insgesamt haben wir neun, weil wir haben ja noch einen in der Base. Vier Stück müssten wir finden. Drei Stück müssten wir finden. Drei Stück nur noch. Drei, bitte. Drei Barren nur noch. Okay, wir haben jetzt nur noch unsere goldene Diamond Pickaxe. Problem ist, wenn die jetzt zu doll kaputt geht, können wir es vergessen. Deswegen müssen wir eigentlich hier wirklich jetzt nur noch speziell hier abbauen. Und das TNT müssen wir auch wirklich sehr sparsam umgehen und hoffen, dass wir jetzt auf die richtigen Adern treffen. Wir brauchen nur noch drei Stück. Oh, hier sind auch nochmal fette Lavaseen. Alter, was ist das denn hier? Die letzten zwei TNT, Freunde. Es sieht nicht gut aus. Es sieht gar nicht gut aus. Nee, also wenn ich jetzt hier nicht gleich noch einen Dreierblock kriege, dann werden wir wahrscheinlich gar kein Glück haben. Letztes TNT. Dann war es das. Mann, ärgerlich, Leute. Ärgerlich. Richtig ärgerlich. Schade, Marmelade. Ey, wir haben einfach fast zwei Stacks TNT verbraucht, um irgendwas hier zu finden. Und wir haben gar nichts gefunden. Alter, wer war hier denn gewesen? Guckt euch mal hier.
Hier wurde auch alles weggesprengt. Das Ding ist, Leute, ich muss sagen, die Ausbeute ist sehr, sehr mager. Wir haben jetzt halt 8 Schrott. Meiner Meinung nach ist das total schlecht für das ganze TNT, was wir hatten. Aber ja, gut, okay, was will man machen? Ich werde jetzt rausgehen und werde hoffen, dass wir vielleicht noch eine Bastion finden oder so, wo wir dann nochmal vielleicht Schrott aus Kisten bekommen oder so. Das wäre noch ganz nice, glaube ich. Boah, Leute, das war so knapp gewesen. Ich habe endlich rausgefunden. Das war so knapp gewesen. Meine Pickaxe war fast kaputt gegangen. Zum Glück greifen die mich jetzt hier nicht an, Freunde. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal rausgehen, werde die Barren, die wir haben, verarbeiten. Oder ich finde hier noch irgendwas Krasses, weil ich habe gerade gar keinen Plan, wo ich überhaupt bin, Leute. Ich habe mich... Ey, das war jetzt gerade so lang. Ich habe auch nicht mehr so viel Spielzeit. Also wir haben uns gerade hier irgendwo reingebaut. Aber hier müssen schon irgendwelche Leute gewesen sein. Weil hier wurde auf jeden Fall mit Cobblestone gebaut. Und wir werden einfach mal den Weg folgen. Ah, guck mal, da unten ist direkt das Portal, Leute. Let's go! Wir haben es gefunden. Okay, ich glaube, es müsste noch genug Zeit da sein, um einmal bei Candy vorbeizuschauen und dem mal eine fette Ansage zu droppen, würde ich mal sagen, oder? Hä, warum sind hier auf einmal so viele Nesa-Portale, Leute? Hier ist eins, da unten ist eins. Wo führt uns das hin? Ich bin gespannt. Wo bringt uns das Portal hin? Hallo? Hä? Hä, wir sind direkt bei Max rausgekommen. Alter, wie geil ist das denn? Ja, Freunde, dann können wir ja direkt zu Candy laufen. Das trifft sich nämlich ganz gut. Dann hoffen wir mal, dass Candy da ist. Hier ist ja die 1 und hier ist die Klingel. So, dann klingeln wir mal hier nochmal. So, ist denn hier jemand da? Hallo, ist hier jemand da? Ist das hier die Klingel oder was? Aber wisst ihr was, Leute? Was klingel ich denn hier überhaupt, Junge? Wir müssen gar nicht klingeln. 1A, gehen wir direkt rein hier. Das ist doch 1A, Junge. Stani? Ah, Candy. Ah, Stani, hallo. Ich habe eigentlich zu tun. Ich muss zu Amir gehen. Hä, was? Stani, du schwebst ja irgendwie so komisch. Alles ich bei dir? Ich schwebe. Ah, jetzt geht's wieder. Hä, okay, komisch. Krasse Schuhe auf Bro, jeden Fall. Was ist denn das hier für eine, was ist denn das hier für eine Farm, die du hier hast? Alter, das sind meine Hühner, das sind meine Mitbewohner. Aha, ja, Candy. Du weißt, warum ich hier bin, ne? Keine Ahnung, aber ich muss weiter, ja? Hau rein, bis dann, ich muss zu Amir. Candy, dein Ernst oder was? Ja, Wiedersehen. Alter, ich hab ein OP-Pferd. Siehst du das hier nicht? Guck mal. Ja, du, weißt du, was wir mit deinem OP-Pferd gleich mal machen können? Wieso? Ey, raus aus dem Stall, Stani! Raus aus dem OP-Pferd-Stall, hä? Bro, was das, hast du da? Das Pferd sieht cool aus, aber wie heißt denn das Pferd? Hat keinen Namen. Wieso? Willst du einen Namen So, geben? Candy, also du weißt nicht, warum ich hier bin. Ich hab keine Ahnung, nein. Ich will meine Diamantrüstung haben, aber schnell, Aua! Junge! Alter, die hast du doch schon lange mitgenommen. Sonst wird dein Pferd brennen, Hä? Alter. Ja, Feuer aus. Du hast die Rüstung doch schon lange. Aua! Ich hab die Rüstung Ey, nicht. Was Wasser, hast du? Bitte Wasser, bitte! Ich hab kein Wasser. Bitte! Ja. Stani, bitte! Ich verbrenne, bitte! Ich hab kein... Ach, es geht wieder. Ey, Bro, ich hab die Rüstung nicht. Willst du mich verarschen? Ich hab die zuletzt gegeben. Ich war doch nie wieder hier gewesen seitdem. Gib sie mir hier mal bitte. Hier vorne. Ja, gib sie mir rein, mal bitte. So. Hier in meinem Notfall, in meiner Notfallkiste war die Diamantrüstung. Ich dachte, Alphastein hat sie genommen. Leute in den Kommentaren sagen, nein, Stani war's. So, du hast die doch an. Hier, da. Bro, willst du mich verarschen? Das ist Netherite. Ich hab die Rüstung nicht. Wo ist die Rüstung, Bro? Hä, aber wer hat dann meine... Wer hat dann die Diamantrüstung aus der Kiste geklaut? Kennst du das noch? Ich war's nicht. Ich hab sie nicht. Oh, und warum Obwohl, sind hier... Nee, warte mal. Ich hab sie doch. Ich hab sie doch, Stani. Ich hab sie doch. Die ist da doch... Komm mal mit aufs Dach. Candy, ja, da waren 14 Diamanten drin, ne? Kannst du mir die mal wiedergeben? Bro, ich geb dir die bestimmt nicht wieder. Ich will meine Rüstung. Meine Rüstung ist 26 Diamanten wert. Ja, komm mit, dann kriegst du deine Rüstung. Dann krieg ich meine Diamanten auch wieder. So, wir gehen eben nach oben, weil ich hab die hier oben. Ich denk, du hast die nicht mehr. Doch, doch, ich hab die. Stell dich mal hier genau hin. Ich komme jetzt mit der Rüstung. Da einmal so stehen bleiben, ja? Bro, willst du mich runterkicken oder was? Nein, bleib mal da so stehen. Ich komme jetzt mit der Rüstung, Stani. Kleinen Moment, ja? Gib mir eine Sekunde. Ah, hier ist sie ja schon. Was hast du vor, Candy, für eine Scheiße? Candy, ich sag dir, mach keine Scheiße. Oh, Diamantenrüstung. Ich hab sie doch. Alles easy, Stani. Ich hab sie gefunden. So. Ich hab einen Scherz gemacht. Ich hab die Diamantenrüstung gefunden. Ja, dann Alles drop wieder die. Gut. Drop die. Dann drop die. Wie? Du hast doch jetzt die Diamanten bekommen. Passt doch dann. Drop mir meine Rüstung. Du kannst die Diamanten wieder Alter, haben. Alter, was lachst du denn so, hä? Willst du einen Kampf? Ich hab eine Dia-Rüstung. Full Dia. Enchanted Dia. Die ist gar nicht verzaubert, aber lass mal.
Drop ja, mal jetzt die Rüstung, bitte. Alter, gut, warte. Bro, das sieht irgendwie aus wie eine Fake-Rüstung. Ich weiß auch nicht, warum. Hä? So, hier, da, Oberteil. Hä, wo ist das hin? Ach, du hast schon genommen. Sehr gut, Oberteil ist gedroppt. Ich hab das gar nicht, das Oberteil. Oh, irgendwie meine Ärmel. Das ist neu, meine Ärmel sind einzeln. Ich hab was ist das für eine Rüstung, die du da anhast? Das ist eine OP-Rüstung, Stani. Sowas hast du noch nicht gesehen. Das ist neues Diamant. Drop jetzt mal und verarsch mich hier nicht, Candy. Ansonsten ich drop gar nichts, Stani. Hä? Candy, ich werde dich erledigen. Ich droppe? Hier, Eier droppe ich. Boom. Alter, ist das dein Ernst oder was? Ich werde mich jetzt mit Wasser hier runterbauen. Dann sage ich auf wieder. Was soll das denn jetzt? Hä? Ich hab das meine ist du, hä? Achso, ja, ja. Was ist das, Candy? Ich hatte was? Noch eine Dia-Rüstung da. Hä, was hast du da an, Bro? Was ist das? Full Dia, hä? Candy, ich nehme meine Diamanten und dann hau ich ab, ja? Alter, ich hab die. Warte mal, ich muss. Das ist meine Miete. Ich hab die doch letztens erst gesammelt. Gib mir meine Dias wieder. Ich kann dir die Dias wiedergeben, aber dann besorg mir eine Rüstung. Du hast 24 Stunden Zeit, okay? Ja, 24. Fängst an wie Sue oder was? Meine Rüstung war verzaubert. Benimm dich jetzt. Ja, gut, ich benimm mich. Ja. Ey, Vorsicht, du one-hittest mich, Mann. Bro, ich one-hitte dich. In 24 Stunden bin ich hier, ansonsten brennt deine Bude. Haben wir uns verstanden hier? Ja, okay. Ey, Feuer, Feuer. Okay, ich hab verstanden. Ja, ansonsten brennt hier alles, Alter. Ja, ich hab verstanden. Alter. Und ansonsten werden hier auch deine Hühner brennen. Hausverbot, denn das ist doch voll drauf. Hausverbot. Bam! Weißt du was? Ich hab bei Amir gelernt. Nämlich die Sprungattacke. Bam! Ja, bist fast tot wahrscheinlich. Ich lass dich. Ich verschone dich mal. Ausnahmsweise. Aber jetzt hier. Raus mit dir. Raus. Leute, Candy ist, glaube ich, nicht ganz sauber, Alter. Der ist wirklich nicht ganz sauber. Ich warne dich nochmal, 24 Stunden! Ja, ich hab's verstanden, 24 Candy, Stunden. Candy, ich hab dir wie ein Freund geholfen und du hast mich wieder ausgenutzt. Hä, hast mich geklaut, geklaut, Mann! Du hast mich beklaut! Ich? Ja, okay, ich besorg dir das. Du Dieb, Junge, ich hab mich in dich getäuscht! Du kriminelles Drecksau! Alter, Hausverbot! Raus mit dir! Ja, Hausverbot! Ich komm wieder! Ich komm wieder! Leute, ich werde jetzt auch nicht zu hart. Ey, wer hat einen Creeper auf mich geschickt? Hier, hallo. Ey, Leute, ich werde jetzt auch nicht zu hart zu Candy sein, aber ich sag euch ganz ehrlich, meine Diamantrüstung will ich schon wieder haben. Er hätte ja wenigstens fragen können, ob er die behalten kann. Da hätte ich ja vielleicht noch ja gesagt, aber er hätte ja nicht mal sowas gesagt, ey. Deswegen finde ich das ein bisschen unfair, muss ich ehrlich sagen. Ah, wartet mal, ich wollte hier noch diesen Eisblock einmal mitnehmen. Wartet mal, den Eisblock wollen wir mal kurz einmal mitnehmen. Hä? Achso, ich glaube, den kann man nur mit Behutsamkeit abbauen. Ich bin so lost, Leute. Was gibt's denn eigentlich noch hier in Timmys Base? Okay, also Timmy habe ich schon ein paar Wochen nicht gesehen. Der baut ja hier immer noch seine Base. Und deswegen können wir ja mal gucken, ob der hier eventuell Timmys Eigentum, ob der vielleicht auch Eigentum für Stani hat, ne? Würde ich auch mal direkt sagen. Okay, wow, das hat er ja hier alles ganz schön gebaut. Okay, hier so einen coolen Banner, wenn wir direkt mal mitnehmen. Leute, das ist mein Banner, sage ich euch ehrlich, eingezogen. Was ist denn das hier? Leute, Timmy... Jetzt, wo die gefährlichste Situation überhaupt ist, fängt Timmy an, hier irgendwas zu bauen. Also ich verstehe diesen Typen ganz und gar nicht. Junge. Was hat der denn hier oben gebaut? Alter, der baut ja hier voll alles aus. Ich finde das ganz nice hier mit diesem Boden, dass man sieht, wo es lang geht. Aber hä? Bro, der dreht ja komplett durch. Was baut der hier alles? Ach, du grüne Neune, wo geht das denn alles hin? Das ist ja... Also Leute, ich sage euch ehrlich, der hat doch schon wieder... Also Timmy dreht ja komplett durch. Hä, wo geht das denn hin? Okay. Er hat ja immer Treppen runtergebaut. Geht das jetzt hier in seine Geheimbase oder was? Hier in sein Geheimlager? Ey, das ist ja wie ein riesen Labyrinth, was der hier gebaut hat. Okay, hier sind auch nochmal Kisten. Aber hä? Er hat ja einfach überall... Alter, Leute, woher hat er das ganze Schwarzpulver? Leute, was hat Timmy geplant, Junge? Da kann er direkt mal erstmal ein bisschen... Hat er auch Sand hier? Leute, wir können...
Hä? Leute, was geht mit Timmy ab? Ich glaube, ich dreh durch. Der muss was ganz Großes geplant haben. Nein, 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 nein. Das ist doch nicht Timmy seine Base hier. Danke, Timmy, für das ganze Schwarzpulver, Bro. Damit können wir uns nämlich einen Haufen TNT machen. Aber das ist echt ein bisschen merkwürdig. Ich hab... Leute, nicht, dass Timmy irgendwelche geheimen Sachen geplant hat oder so. Und hier alles gebunkert hat. Er will die ganze Insel in die Luft jagen. Bei dem ganzen Schwarzpulver, was der hat. Holy moly, ey. Naja. Gut, wir haben hier ein bisschen entschärft, Leute. Weil so viel Schwarzpulver, ich sag euch ehrlich, das tut Timmy definitiv nicht gut. Und guck mal, was er hier hat, hä? Will er hier Gefängnisse bauen oder was? Das sieht so ein bisschen danach aus, als wären das hier Zellen oder wie? Bro, der Typ ist doch nicht mehr ganz sauber. Also langsam, hier sind noch mehr Kisten. Was hat der, wieso hat der so viele Kisten hier? Auch unzählige Betten hat er überall. Ich gucke jetzt hier alles nach, Leute. Aber nee, ist auch nichts mehr. Krass. Also er hat das hier unten ganz schön ausgebaut und jeder Gang ist auch wirklich was drinne. Und hier gehen überall Leitern nach oben. Aber ich check auch nicht, warum hier überall Leitern nach oben gehen. Was ist denn da oben? Das muss ja hier... Hä? Hier, wo sind wir denn? Hä, wo sind wir denn hier jetzt? Oh, Emeralds. Leute, ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Keine Ahnung, wo wir hier sind gerade. Was hat der hier gebaut? Ich check's bei bestem Willen nicht, Leute. Okay, wir müssen uns mal schnell rausbauen hier. Wollte der hier Geheimgang zu iCrimex bauen? Sieht mir noch fast danach aus, ne? Ah, interessant. Ich habe Timmy auf jeden Fall im Auge. Weil das sind nämlich sehr interessante Neuigkeiten. Da werde ich mal direkt mal Candy fragen. Wie das sein kann, wo der das her hat. Candy! Wo ist der, Leute? Ist er wirklich jetzt zur Army gegangen? Ja, könnte ja sein, dass er zur Army gegangen ist. Aber ja, gut, also das ist ja... Ey, wir müssen jetzt nur noch Sand finden, dann kann ich mir nochmal TNT bauen. Und dann können wir komplett durchdrehen. Das ist so geil, Leute, mit Mending, also mit Reparatur. Meine Rüstung hat gar keinen Schaden erhalten. Die ganze Zeit, obwohl wir so viel mit der Rüstung gemacht haben. So, ich werde jetzt einmal den antiken Schrott hier reinhauen. Und das ganze Schwarzpulver müssen wir irgendwo verstecken. Wo es keiner auf dem Schirm hat. Ich glaube, dass hier hinten eventuell dann die Kiste hier. Wer sollte da schon durchgucken? Wir werden sehen, da ist nicht viel drin. Also mit dem Schwarzpulver werden wir uns auch richtig viel TNT machen. Und dann brauchen wir halt morgen eigentlich nur noch eine Sache, um Full Netherite zu werden. Also Rüstung werde ich jetzt schon komplett machen. Hier, wenn wir mal kurz einmal rausnehmen. Dankeschön. Hallo? Moin. Alter, Kenny, willst du dich verarschen oder was? Ich hab Villager-Geräusche gemacht. Ja, super. Ey, Alter, was hat denn Timmy vor? Wieso? Bro, will er die ganze Insel in die Luft sprengen? Warum, hä? Bro, ich hab bei ihm eine Kiste gefunden. Eine Doppelkiste voll mit Schwarzpulver. Hä, hey, wo hat der das denn her? Ich check's auch nicht, wo er das her hat. Weiß ich auch nicht. Aber das... Ja, keine Ahnung. Also. Was willst du überhaupt hier bei mir in der Base, hä? Ey, gar nicht. Alles gut. Ich wollte mal schauen. Ich habe gesehen, du bist an mir vorbeigelaufen. Und dachte mich erschrecklich kurz. Ach so, ich habe dich schon gesucht. Weil ich wollte dich nämlich gerade fragen, was du mit Timmy zu tun hast, Alter. Weil der probiert... Gar nicht. Ich sag dir ehrlich, er hat irgendwelche komischen Gänge da gebaut. Gefängnisse hat der gebaut. Der versucht irgendwie was ganz, ganz Kriminelles, sag ich dir ehrlich, ne? Aha. So, ich werde jetzt erstmal hier... Ich muss dir jetzt gleich noch was zeigen, Candy. Ja. Guck mal, wie war denn das? Okay, sehr gut. Sehr gut, Candy. Pass mal auf. Ey, was machst du hier an meinen Kisten, ne? Gar nichts, Mann. Ey, hast du gerade meinen Amboss benutzt? Ja, ich hab dein Amboss benutzt, weil ich das hab, was du brauchst. Hier, bitte sehr. Einmal mitnehmen. Bro. Heb das auf, guck rein. So. Und? Sind meine Schulden beglichen, Stand? Alter, willst du mich veräppeln, Candy? Was? Guck mal, ich bin Full Netherite. Red mit mir nicht so, Junge. Ja, das sieht schon gut aus. Ja, was bist du? Nix, Junge. Ich sag dir ehrlich, Candy, du kannst mir auch noch, wenn du willst, ich sag, wir könnten einen Deal machen. Aha. Du besorgst mir drei antiker Schrott nur. Nur drei antiker Schrott.
Bro, und ja, du musst mir keine Diamanten mehr geben, okay? Ei, antiker Schrott. Ja. Oh, ich bin full Netherite, Junge. Ja. Besorg mir mal antiker Schrott, das findest du im nächsten, okay? Ja, ciao, Stani. Bis dann. Ist das dein Ernst? Soll ich dich jetzt killen oder was? Ciao. Candy, du weißt, ich könnte dich jetzt einfach abschießen, ne? Ja, dann lassen wir ihn mal was seinen Spaß soll er hier machen, aber der hat mich ganz schön erschrocken. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nee, ich würde sagen, Freunde, der Tag war trotzdem sehr, sehr erfolgreich gewesen. Wir sind absolut krass ausgerüstet. Ey, Full Netherite Stani ist am Start. Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt, das war's gewesen. Tschö, Leute!